Ich weiß, ich habe es euch vorhin versprochen, ihr werdet so schnell nichts wieder von mir hören. Ich habe mich sehr, sehr lange dran gehalten, eine knappe halbe Stunde und schon bin ich wieder live. Ich bin aber nicht alleine, denn ich habe euch ja schon berichtet oder am Freitag schon erzählt, dass wir ja ein richtig tolles Schmankerl für euch hatten. Das habt ihr natürlich schon gesehen, weil wir alles schön auf Twitch aufgenommen haben. Denn wir haben Robert Corvus und Bernhard Hennen hier, die beide gemeinsam für uns gelesen haben und auch einzeln. Und ich habe mir, weil ich diesmal ein Interview mit zwei Herren führe, direkt auch noch jemanden mitgebracht, der mich auf meiner Seite unterstützt, das ist der Phil. Ich gehe erstmal in diese Richtung ein. Hallo, es ist toll, dass ihr euch jetzt noch die Zeit dafür nehmt, mit uns dieses Interview zu machen. Ja, wir bedanken uns erstmal für die schöne Organisation hier von der Convention. War ja sicherlich etwas mehr zu beachten als in anderen Jahren, sag ich mal. Aber wir haben wenig davon gespürt, in dem Sinne, dass wir nichts großartig selbst organisieren mussten. Also es war wirklich alles vorbereitet, hat alles gut geflutscht. Vielen Dank dafür. Ja, und vor allen Dingen Respekt für den Mut. Also in diesen Zeiten mit der Unsicherheit darüber, eine Veranstaltung dieser Größe durchzuziehen, zu machen, wo wir in einer Zeit leben, wo am Tag vorher alles abgesagt werden kann, weil sich die Gesetzeslage ändert, davor habe ich unglaublich viel Respekt. Und ich habe es von Freitag bis heute Sonntagabend genossen, nochmal auf einer Convention zu gehen, weil ich mache das gerne. Das ist nicht gespielt. Ich komme ja auch ohne Honorar, weil ich Spaß habe hin. Oh, ja, ganz ehrlich, ich kann dazu nur sagen, auch wir wussten ja bis tatsächlich innerhalb der letzten Woche gar nicht genau, passiert noch was, kippt noch irgendwas, kommt vom Land NRW noch irgendwas. Also wir wussten, Mittwoch werden nochmal neue Entscheidungen gefällt. Nicht nur in Bezug darauf, wie viele Personen sich treffen dürfen, sondern ob es überhaupt wieder irgendwelche Einschränkungen geben wird. Das heißt, auch wir hätten irgendwann im Laufe der Zeit, in der wir hier aufbauen, in der wir also schon in der Halle sind, irgendwann noch die Information bekommen können, das wird so nicht funktionieren. Und dementsprechend kann ich, glaube ich, im Namen, also auch von Markus und wirklich jedem, der hier wochenlang organisiert hat, sagen, wir sind sehr froh darüber, dass das nicht passiert ist. Ich bin aber ganz ehrlich auch froh darüber, dass uns fast alle Besucher, Aussteller und Verlage bis jetzt gesagt haben, wir haben davon nichts mitbekommen. Weil das ist für uns, also ich, ganz persönlich muss ich sagen, ich finde das ein tolles Lob, da freue ich mich natürlich auch drüber und auch alle anderen, aber ich finde es toll, dass man uns sagt, dass es für alle anderen geil, also wenig Stress war, nicht kein, sondern wenig Stress war und wenn dann halt schöner Stress. Ich hoffe nämlich genauso ist es gewesen, ich hoffe, wenn dann war es nur schöner Stress. Ihr wart ja auch, wie gesagt, von Freitag an hier, das gesamte Wochenende, habt zusammengelesen, habt jeder einzeln gelesen, habt viel Unterhaltung am Stand betrieben. Ich muss auch sagen, es gab eine Premiere dieses Jahr. Die beiden Herren haben für mich ein Ständchen gehalten und haben ein Lied vorgesungen. Absolut. Wo war ich da? Warum weiß ich da nicht von? Der Corvus ist manchmal sehr überzeugungsstark. Der ist einfach größer, schwerer. Außerdem bin ich ja die Nachtigall im Team, das weiß man ja. Und da konnte ich dann meinen Kollegen verführen, dass er auch ein bisschen mitsingt heute. Wenn ich ihm jetzt das Mikro wieder abnehme, können wir euch vielleicht davor retten, dass er die Gelegenheit nutzt, nochmal zu singen. Ne? Ich werd alles davon er wird tun, gerne er unter Fans bekommt, die Torwaler Nachtigall genannt. Aber ihr braucht da jetzt keine Kostprobe. Wenn ihr doch neugierig seid, es gibt ein Lesungsvideo, da singt er. Aber er hat zwei Lieder dabei, zwei. Also da kennt man nur ein von den beiden Liedern. Da kann noch ein zweites. Merkt euch das alle, Torwalscher Nachtigall. Dass ich auch Torwalscher Elch genannt werde, stimmt nicht. Stimmt nicht. Torwalscher Nachtigall. Gut, ich muss gestehen, das hat mich jetzt ein bisschen geplättet. Ich bin jetzt auch maßlos neidisch, auch das gestehe ich ja, habe ich gar kein Problem. Ich möchte zumindest in irgendeiner Form später mal noch erfahren, warum, in welchem Zusammenhang da das was ist. Ganz einfach, er hat gesagt, keine Wurzelspitzenresektion. Okay, dazu sollte man vielleicht wissen, dass es hier eine Gemeinsamkeit gibt, die ich zum Beispiel auch ganz interessant fand, weil ich das vorher nicht wusste. Ja, ich muss auch nicht. Wieso hast du den Text nicht gelesen? Ich habe dir das gesamte Interview vorher geschickt. Da steht das drin. Ja. Ich wollte zwar eigentlich viel später erst auf das Thema kommen. Eigentlich wollen wir eigentlich ein bisschen erst darüber reden, was wir hier gelesen haben, was man Tolles an Büchern mitgebracht haben, was man über die Autoren wissen muss. Wir fangen jetzt von hinten an. Ich habe sowas in der Art befürchtet. Ich wollte nämlich mal irgendwann darauf zu sprechen kommen. Gut, ihr seid jetzt beide sehr berühmte, sehr bekannte Autoren. Im Prinzip, so wie ich es gelesen habe, war es bei Herrn Hennen von Anfang an eigentlich so, dass er rein Autor gewesen ist. Bei Herrn Corvus eher
jetzt seit 2013 erst Vollzeitautor, genau so die Zeiten hatte ich noch, und wäre dann natürlich gerne auf diese Frage irgendwann gekommen, ha, wie war das denn so als kleiner Bub, was wollte man denn mal werden? Archäologe. Also und das noch bevor ich den ersten Indiana Jones Film gesehen habe, Jacques Cousteau war damals schuldig und ja, ich bin etwas älter. Und das war lange Zeit der Lebenstraum. Zwischendurch gab es auch mal eine Phase, wo ich mir dachte, ah nee, Archäologe ist zwar abenteuerlich, aber du hast lieber Geld, das ist dann cooler wahrscheinlich im Leben. Ich wäre Zahnarzt, kein Scheiß. Und da muss ich nämlich ganz besonders drüber lachen, als ich das gelesen habe, so wer wird schon Zahnarzt? Es gibt Menschen, die werden Zahnarzt. Ja, Schmerz muss halt auch bezahlt werden. Genau, und wie gesagt, aber jetzt hätte ich die Frage trotzdem auch gerne noch oft. Mein erster Berufswunsch war Apache. Okay. Ja. Was hat dich davon... Ja, wenn man deine Haare so anschaut, bist du ja nah dran, zumindest in der Frisur. Ne? Warum ist nichts draus geworden? Als Kind war das mir wichtig, dass also immer auch die Tür zwischen meinem Schlafzimmer und dem Zimmer meiner Tante offen ist. Dann konnte ich besser schlafen und sie hat mich darauf hingewiesen, dass Apachen in Amerika leben und die dann immer abends wieder nach Hause zu kommen zum Schlafen, schwierig. Das hat dann also für mich bei mir dazu geführt, dass ich diesen Berufswunsch nochmal überdacht habe. Ja. Okay, ich finde das immer dann sehr interessant, wenn man dann solche Erklärungen dazu hört. Wobei, bitte nicht nach irgendwelchen Tieren schlagen, die um mich herum schwirren, bei mich stört das nicht. Ach so, okay, das kann ich wiederum nachvollziehen. Nein. Ich komme dann aber jetzt trotzdem von dem kleinen Abschwenker, was wollten wir mal werden und wo wollten wir mal hin, wären wir keine Autoren geworden. Dann jetzt doch wieder zum Autorensein zurück. Ich bin jetzt gerade tatsächlich am Überlegen, da wir ziemlich viel gehört haben über die Phileasson-Sage, da ihr zu Beginn eurer Lesung ja auch nochmal richtig schön zusammengefasst habt, worum geht es eigentlich, würde ich das auch gerne nochmal kurz machen für diejenigen, die noch nicht die Zeit hatten, das zu sehen und die vielleicht bis jetzt auch noch nicht so viel damit zu tun hatten. Und habe mich gerade spontan dagegen entschieden, weil das unsinnig ist, weil wir hatten so eine tolle Einleitung. Vielleicht kriegen wir noch mal kurz eine. Der macht das noch mal. Also das kann er auswendig. Nein, ohne Gesang. Ne? Wir wollen ja die Varianz. Du bist richtig so. Jetzt aber noch mal singen, ja, also bitte. Ich glaube, für so einen Stream macht man wirklich die Kurzfassung. Es geht tatsächlich darum, dass zwei Kapitäne im Lande Torval in Frage kommen für den Titel König der Meere. Ein großer Ehrentitel in Torval ist nicht mit Macht und Einfluss verbunden, sondern mit Ruhm, also unsterblichem Ruhm. Das wird in jeder Generation höchstens einmal vergeben. Wer das einmal ist, bleibt es dann bis an sein Lebensende. Und in Frage kommen dabei Asleif Phileasson, der Fockwulf, der größte Entdecker seiner Zeit, der also zweimal das Meer der Sieben Winde überquert hat, mit dem fürchterlichen Efferzwall, der das Güldenland bereist hat, die ihr Riesin Jumuda besucht hat und mit ihr über die Zukunft konferiert hat, viele Küstenlinien kartografiert hat, die Kartothek der obersten Hetfrau gefüllt hat, das Feuermeer befahren, auf den Gewürzinseln gehandelt hat. Ja, ja, und ein Typ namens Beorn. Also diese beiden kommen in Frage und sie wollen das natürlich nicht ausknobeln, sondern sie sagen, wir machen eine Wettfahrt daraus. Wer die Wettfahrt gewinnt, wird König der Meere. Und zwar umrunden wir die bekannte Welt und stellen uns dabei 12 heldenhaften Aufgaben. Derjenige, der die meisten Aufgaben für sich entscheiden kann, wird am Ende König der Meere. Und aus diesen 12 Aufgaben sind früher... Einer von uns ist alt genug, um im Jahre 1990 bereits eine Abenteuerkampagne für das Schwarze Auge veröffentlicht zu haben. Ich bin es nicht. Und in dieser Abenteuerkampagne ging es eben darum, diese 12 Aufgaben in 12 Abenteuern zu erspielen. Und wir adaptieren diese 12 Abenteuer in Romanform. Das heißt, es wird 12 Romane geben, von denen gerade der 9. erschienen ist mit dem Titel Echsengötter. Weil er gerade erschienen ist, konnten wir hier die Premierenlesung halten auf der Niederrhein-Convention. Und er steht auch gerade aktuell auf der Spiegel-Bestsellerliste, so wie die 5 Phileasson-Romane, die ihm vorangegangen sind. Das ist also der 6. von den 9, die auf der Spiegel-Bestsellerliste Einzug halten konnten. Das freut uns sehr. Und ja, jeder dieser Romane erzählt eines dieser Abenteuer, in der Regel in einem neuen Setting, in einer neuen Weltengegend, sodass man auch ganz Aventurien kennenlernen kann oder einen großen Teil zumindest von Aventurien, von seiner ganzen Vielfalt, wenn man diese Romanreihe liest.
Ja, also noch ein ganz wichtiger kleiner Einwurf zwischendurch zum besseren Verständnis für Sie, wenn er über Filiasson redet, den Typen, der in einem Holzboot das Feuermeer überquert hat. Trauen Sie ihm nicht. Und zu Beon noch einen Satz zum besseren Verständnis. Also, um Beispiel aus unserer Welt zu nehmen, stellen Sie sich den Che Guevara Aventuriens unter ihm vor, den Befreier der Entrechteten, und dann sind Sie auf der richtigen Imaginationsschiene. Wie Robert gesagt hat, ist es ja ein Abenteuerband gewesen. Und war für mich die Frage, Bernhard, wie ist es, wenn man jetzt, also nach knapp 30 Jahren... Jahrzehnten, nach vieler, langer Zeit. Zu viel, du redest zu viel, nicht, dass das Interview abbricht. Nein, wie ist es, wenn man dann wieder schreibt, ist es dann eher so was Nostalgisches oder denkt man sich so... Wenn man als alter Mann zurückschaut. Möchte man seinen Enkeln was erzählen, ja. Wird man dann nostalgisch oder denkt man sich so... Ich meine, es gibt ja Ähnlichkeiten zum wahren Leben, das hast du ja auch schon ein paar Mal bestätigt. Ich meine, das 80 Wochen... Müssen wir nicht weitergehen. Denkt man so, was hast du dir damals als junger Autor gedacht? Oder? Damals. ist gut. Kann man den nicht ausblenden? Geh mal einen Kaffee trinken. Was denkt man sich? Du als Greis, Bernhard. Boah. Ja, ich glaube, ich ziehe mich gleich auf meinen Alzheimer zurück, wenn du weitermachst. Ich erinnere mich nicht mehr. Was war denn überhaupt die Frage? Nein, ist es eher so ein nostalgisches Gefühl, wo man so reumütig so an die alten Zeiten denkt oder gerade wegen den Ähnlichkeiten sich so... Also was die Nostalgie angeht, gibt es einen verschärfenden Faktor, weil er wohnt Luftlinie ungefähr 150 Meter von der Studentenbude, in der ich diese Abenteuer geschrieben und gespielt habe, weg. Also jedes Mal, wenn ich zum Arbeitstreffen zu ihm fahre, gehen wir in die alten Studentencafés hinterher Kaffee trinken oder in die Restaurants essen. Auf der Ebene ist schon ein harter Nostalgiefaktor drin. Ich muss bekennen, der Alzheimer-Faktor ist leider auch ein kleines bisschen drin. Ich sage nur Haifischzähne. Es gab mal so eine Stelle, wo er dann über einen Walfänger schrieb und Haifänger, ja, Haijäger, Alzheimer eben. Und der hatte so Teile, um die man Tau wickelte, und die waren bei ihm aus großen Haifischzähnen gefertigt. Und er hat das die Belegnägel waren aus Haifischzähnen, und ich habe das gelesen und meinte zu ihm, hör mal, was glaubst du, was passiert, wenn man ein Seil aus Hanf um einen Haifischzahn schlingt und Druck drauf ist? Wie lange geht das gut? Jetzt denk doch mal ein bisschen nach, bevor du so einen Schwachsinn schreibst. Ne? Da wurde er erst blass, dann wurde er rot und dann zückte er das Abenteuer und sagte, ich habe nur geschrieben, mit seiner heulerlichen Stimme, die er dann immer so einlegt. Ne? Und was du geschrieben hast vor 30 Jahren, und aus der Sache kam ich leider nicht raus. Das war schwarz auf weiß im Abenteuer. Genau so. Also man hat so die großen Momente beim Schreiben, wo es tolles Spaß macht und sich denkt, boah, das hatte ich mir damals schon gut ausgedacht. Und dann gibt es Momente wie die mit den Haifischzähnen. Ey, Corvus. Die sind dann schwierig. Alles in allem macht es aber Spaß, die Sachen nochmal zu besuchen und mitzubekommen, dass Dinge, die wir uns am Anfang überlegt haben, gut funktionieren, weil neben einer neuen Leserschaft, auf die wir gehofft haben, war ein Argument auch, dass wir gesagt haben, es gibt so unglaublich viele in unserem Alter, die das in ihrer Studentenzeit... Corvus, du bist auch schon ein bisschen älter, als du hier tust. Die es als Studenten mal gespielt haben und die dann so den typischen Rollenspielerverlauf im weiteren Leben hatten. Am Ende des Studiums schwört man sich monatlich, also das Wort hinhauen, auf jeden Fall, wir treffen uns monatlich und halten die Rollenspielrunde am Leben. 2 Jahre später ist man angekommen bei vierteljährlich, das wird klappen, also ganz realistisch. Noch 2 Jahre später ist man dann bei, aber Pfingsten haben wir 3 Tage, an denen wir hintereinander spielen. Das machen wir einfach mal klein in unseren Familien und beim Arbeitgeber, um dann nochmal 2 Jahre später festzustellen, das klappt nicht, weil einen das Leben, die Familie, das Ganze drumherum überrollt und man sich aufs Land verteilt auch und Fahrten von 300-400 Kilometern für einen Spielabend einfach nicht gehen. In der nächsten Runde ist der Bub plötzlich 8. Ja. Ne? Und da gibt's, das ist einfach eine klassische Rollenspielerbiografie.
ich hatte ein bisschen den Hintergedanken, vielleicht ist es ja ganz nett, so 20 Jahre später die Dinge, die man mal gespielt hat, mit leicht verschobener Perspektive als Roman zu lesen. Und da hat man das eine oder andere Déjà-vu, weil einen stillen Ort, an den man sich alleine mit einem Buch hinsetzt, den kriegt man ja vielleicht in einem vollen Leben doch ab und zu noch mal hin. Jedenfalls ist es leichter, als die Spielrunden mit 5, 6 Leuten auf ein Wochenende zu kriegen. Und da hatten wir sehr viel Resonanz, dass genau das klappt und die Leute kommen und sagen, boah, ich habe das vor 20 Jahren gespielt und nochmal gelesen und das war so großartig, die Spielabende sind auf einmal alle wieder da im Kopf und ich lache und denke mir, boah, ja, das haben wir aber besser gelöst oder und das war genau, wie wir es als Spielgruppe gemacht haben und diese Resonanz zu bekommen, ist einfach großartig. Eine Frage hätte ich noch ist, wir haben ja diese Hauptgeschichte um die beiden Kapitäne und dann gibt es ja, ich will jetzt keinen Spoiler bringen, aber so eine Art Nebengeschichte. War das jetzt deine Idee oder wollte er unbedingt frischen Wind in die Sache reinbringen und hat sein Ding da einfach so durchgezogen? Also die Hauptgeschichte, ich fand es unheimlich interessant, deshalb schreibe ich diesen Teil auch, dieses Mal die Geschichte aus Perspektive Beons zu erzählen, weil als Spielleiter habe ich es in den Testspielen aus der Filiasson-Perspektive sehr reichlich gehabt, 2 Jahre lang. Und jetzt Beon zu begleiten und den Antagonisten zu meiner Hauptfigur zu machen, das macht mir viel Spaß. Und mit den... Charakterlich auch entgegen, nicht wahr? Wieso? Heute hatten wir doch erst noch die Resonanz, dass die Leute total überrascht waren, dass ich Beon schreibe. Ich, der nette Kerl, wohingegen der Typ, dem man den Beon sofort zugetraut hätte, Beon Filiasson schreibt. Ne? Du änderst... Ach, jetzt ist partiell Alzheimer zu haben, ist schon super. Ne? Das macht das Leben schöner, Corvus. Also das war ein bewusstes Konzept und dann haben wir einige der Figuren ausgetauscht aus der Filiasson-Mannschaft, um Freiheiten zu haben, allerdings auch, weil sich da in der Rechtelage etwas geändert hat. Denn in den Figuren habe ich alte Spieler porträtiert und die fanden das damals als Spieler in der Studentenzeit alle großartig, dann in diesen Druckprodukten mit ihren Heldenfiguren aufzutreten und da in die offizielle Geschichte Aventuriens einzugehen. Aber die juristische Lage zu Urheberrecht ist inzwischen so, dass... Sollte einer auf die Idee kommen, nachdem der 12. Roman veröffentlicht ist und sagen, hör mal hier den Ünu, den habe ich ja mal vor 30 Jahren erfunden, war meine Figur. Zufälligerweise habe ich jetzt nach 7 Jahren gemerkt, ihr habt da eine Romanreihe drüber geschrieben, ohne mich zu fragen. Also ich glaube, mir stehen da Tantiemen zu. Da wäre der ganz sicher nicht auf dem Holzweg mit. Das würde gehen, wenn der das durchklagen will. Also ohne eine Zeile geschrieben zu haben, würde er, ich weiß das aus schmerzlicher Erfahrung, bei 5% der Einnahmen starten. Es könnte aber auch bei 25 enden, je nachdem wie genial sein Anwalt ist und wie merkwürdig das Urteil am Ende ausfällt. Und um dieses Risiko auszuschließen, haben wir da das Personal ausgetauscht. Also es hätte auch sein können, dass die sich alle gefreut hätten und alles super ist, aber die Option besteht heute. Und das wollte man nicht ausprobieren, wie das endet. Ich hätte ja eine Frage, das wäre ja deine Frage gewesen. Nein, alles gut, ich habe da gar keine Frage. Das ist eigentlich ihre Frage gewesen. Ich bin schon seit 48 Stunden, ich kann auch gerade damit leben zuzuhören. Und ist irgendwann einer der eigenen Charaktere in einer der Bücher Abenteuer oder gibt es so einen Charakter in einem Buch, wo man sagt, das bin ich, aber ich gebe es nicht zu, aber Mama, Tante, Onkel sagen, doch, Junge, das bist du. Also da kann ich aus der Zusammenarbeit sagen, dass es eine Figur gibt, zu der Bernhard ein ganz besonderes Verhältnis hat, wo er also auch eine ganz zärtliche Stimme, möchte ich es mal nennen, bekommt, wenn er von dieser Figur spricht. Wir reden von Eilif Sigridsdottir, der Donnerfaust. Und das ist also jemand, mit dem sich Bernhard maximal identifiziert. Das kann ich also als Zeuge beitragen, ja. Überhaupt nicht. Noch weniger, wenn es geht. Also diese Figur ist über ein Computerspiel mit Filiasson-Bezug, das es später gab, reingekommen in die Saga. In der ursprünglichen Saga taucht sie gar nicht auf. Und tatsächlich hatte ich anfangs ein Problem damit, weil aus Weltenstimmigkeitsgründen muss sie eigentlich rein. Sie war für mich aber nie Teil dieser Saga.
Und blöderweise endete es dann auch so, dass die Setzung so war, dass sie mit Beorn fahren muss und keine Chance bestand, die zu Fliassern abzuschieben. Und naja, dann musste sie irgendwann rein und ich glaube, die Einstiegsszene, wo sie zum allerersten Mal auftaucht, die bleibt auch in Erinnerung. Die ist schon sehr speziell, wenn man sie liest und jo. Und dieselbe Frage an beziehungsweise an Bernhard, ob er Robert auch sagen kann, gibt es da ein Buch irgendwas, wo er sagt, das ist er auch, außer jetzt der singende Phileasohn, das wissen wir also auch. Das ist was die wenigsten Leute wissen und da kommt man auch einfach nicht drauf, wenn man hier diesen Hünen mit dem langen Haar und dem temperamentvollen Auftreten sich so anschaut. Sein Herz schlägt insgeheim für Glitzerfeen. Ne? Also stellen Sie sich Peter Pan vor, ne? Wendy, hier diese kleine nervige Fee, die da durch die Gegend fliegt, die Tigerlilly umbringen wollte. Ne? Ein kleiner Mordversuch in diesem Kinderbuch. Dafür schlägt sein Herz. Also er versucht seit Band 2 regelmäßig Glitzerfeen in die Fliasson-Kampagne reinzuschreiben. Ich muss die immer wieder rausredigieren. Und in Band 8 habe ich ihn dann völlig geschockt, indem ich mal die anständige Variante von solchen Feen reingeschrieben habe, die so drin waren, dass er die nicht streichen konnte. Ja, er hat eine Glitzerfee, aber ja, das spoilern wir jetzt mal nicht. Die konnte ich durchgehen lassen. Absolut, absolut, ja. Da bin ich bei dir. Schauen Sie mal in den Prolog von Band 8. Also, die durfte er behalten, die Glitzerfee. Ich stelle gerade fest, ich muss definitiv schneller lesen, um in Band 8 anzukommen. Jetzt bin ich gerade sehr gespannt darüber, wie eine Glitzerfee aussieht, die... Das ist ein Gesicht hat. Auch meine Statur. Ja, ja, das ist genau darauf, ich hatte schon eher damit gerechnet, dass es genau darauf jetzt eigentlich hinausgeht, dass es eben nicht so diese typische kleine niedliche Variante der Glitzerfee ist, sondern einfach mal... Niedlich. Also, nee, aber nicht klein, aber nicht klein. Ich habe ja klein, also gerade ich... Noch gerettet. Gerade noch. Oh, ich habe gerade natürlich so, oder beziehungsweise war es schon am Anfang des Gesprächs zu merken, wir werden uns an einem anderen Punkt entlang bewegen, als ich mir das am Anfang vorgestellt habe. Trotzdem würde ich einfach so zumindest ein paar Punkte immer wieder gerne aufgreifen. Einfach ist jetzt ganz oft ja schon darauf hingewiesen worden, ihr habt euch aufgeteilt, also es hat quasi jeder aus der Sicht eines der beiden Kapitäne geschrieben. Es gibt natürlich logischerweise Übergänge, gerade für die wird man sich aber dann wahrscheinlich auch immer dann wieder getroffen haben müssen, um irgendwas zusammenzubringen. Was mich interessiert, ich habe an einer Stelle die Aussage gelesen, ob sie jetzt tatsächlich so getätigt wurde, kam von Ihnen, dass die Phileasson-Sage ja nun mal eigentlich ihr Kind wäre und er sich so im Prinzip fühlt wie der Patenonkel. Also im Prinzip derjenige, der sagen kann, ich darf das Ganze ein bisschen verziehen, ich darf ihm den ersten Alkohol unterschmuggeln, ich darf ihm mit 16 die erste Zigarette geben. Und, und bei mir darf es dann quasi Dinge, die es halt beim Papa nicht darf, also das, was man ja dann immer so ein bisschen auch Vorstellungen da reinbringt. Gibt es tatsächlich einfach Sachen, wo dann vorgekommen ist, so dieses, lass uns das machen, das kann da an der Stelle ruhig entspannter aussehen. Gib den Figuren ein bisschen mehr Raum, lass sie ein bisschen mehr leben. Ich muss da grundsätzlich mal klarstellen, dass ich schon dran zu knabbern habe, dass er de facto inzwischen mehr über Phileasson geschrieben hat als ich. Ja. Da komme ich nicht raus aus der Nummer. Das war mir vorher nicht ganz klar. An dem schiefen Grinsen sieht man, dass er einen Heidenspaß daran hat. Also insgesamt kommen wir überraschenderweise super gut miteinander aus. Also wenn man uns auf der Bühne erlebt und noch nie gesehen hat, hatten wir auch schon hinterher, dass Leute im Publikum uns gesagt haben, also wir haben die erste Viertelstunde gedacht, gleich fangt ihr euch an zu schlagen. Wir sind live. Also das passiert ganz selten, aber wir haben Spaß miteinander, wenn wir arbeiten und das funktioniert in so einem Kontext auch nur, wenn wir uns gegenseitig Freiheiten einräumen und vertrauen. Und trotz der Späße, die wir hier reißen, ist das die Basis, auf der wir stehen und die funktioniert sehr gut. Also ich für meinen Teil kann nur sagen, ich warte natürlich die zweite Antwort noch ab, dass ich es schon offensichtlich finde, dass die Zusammenarbeit funktioniert, denn ich denke, man kann gar nicht in einer solchen Art miteinander umgehen und gerade solche Späße miteinander machen, wenn man nicht eigentlich weiß, wie der andere arbeitet und reagiert. Genau, das kommt aber auch noch dazu, aber trotzdem... Also unsere Anwälte finden auch, dass das super klappt mit der Zusammenarbeit. Die profitieren da total von. Monatlichen Neuklagen. ich weiß nicht, ich persönlich
würde gerne einfach noch so ein bisschen ein paar andere Sachen haben. Wie gesagt, Filerson-Saga, ich weiß, ihr habt einige oder mittlerweile eine Unmenge an Interviews dazu gegeben. Wie gesagt, wir hatten die Lesung, wir haben viel davon gehört. Ich habe einfach so ein paar Sachen zwischendurch gelesen, die fand ich für mich ganz interessant. Und zum Beispiel darüber zusammen, also ihr kamt ja nicht eigentlich ursprünglich auf die Idee, so wie ich das verstanden habe, das Ganze zu machen, sondern das Ganze wurde initiiert oder zumindest so ein bisschen ins Laufen gebracht vom Herrn Holbein. Nein, von Herrn Fuchs. Vom Herrn Fuchs, ich habe den, nein, entschuldige, ich habe hier schon die nächste Frage vor mir stehen. Genau, vom Herrn Fuchs. Was mich interessiert hätte, so als Vorbereitung darauf, so wenn jemand kommt und sagt, pass auf, ich hätte da jemanden, mit dem könntest du schreiben. Ja, genau, im Bleite. Gab es als Vorbereitung tatsächlich so Situationen, so, gib mir mal ein Buch von dem, ich will erstmal wissen, wie der schreibt, was hat der für einen Stil, was macht der so für Charaktere, will ich das überhaupt? Oder hat man sich erst kennengelernt und danach mal Nee, das war ganz anders, also... Ich bin ja, wie man merkt, so der Kapitalist und ich habe seine Agenten einfach gefragt, wie viel zahlt denn der dafür, dass er ein Buch mit mir schreiben darf? Und dann nannte der eine Summe, kann ich nicht einsagen. Okay, das ist wieder eine ganz neue Richtung. Nein, also natürlich kannte ich Arbeiten von Bernhard, insbesondere Drei Nächte in Fasar. Das ist ja später dann nochmal erschienen, in unter anderem Titel auch noch, und so in so einem Sammelband. Und ich kann mich auch erinnern, dass Bernhard auch gerne was von mir lesen wollte. Das habe ich ihm dann mitgebracht, den ersten Band der Schattenherren-Trilogie, die damals bei Piper erschienen war. Feind heißt der. Und ja, den habe ich ihm mitgebracht. Dann konnte er da auch mal reinschauen, ob das passt. Es geht ja nicht nur darum, ob das jetzt ausgereift genug ist vom Handwerklichen her, sondern auch, dass man jetzt ein Buch hat, wo man nicht sagt, das zerfällt total und das ist vom Stil jetzt vielleicht beides ganz nett, aber ist eben sehr unterschiedlich und man muss eben, das ruckelt dann, wenn man das dann hintereinander wegliest, sondern es muss ja so ein bisschen auch kompatibel sein, das ist ja auch wichtig. Also die Wahrheit ist, dass ich das Buch gelesen habe und mir dachte, okay, die fiesen Kerle kann er gut, jetzt müssen wir hier mal als Mentor tätig werden, er muss Filiasson schreiben und sich da mal rantasten, wie die netten Helden funktionieren. Und das hat er dann mit der Zeit ganz gut auf die Reihe gekriegt. Also vielleicht etwas zu gut, weil bei ihm habe ich inzwischen den Verdacht, dass, Sie kennen vielleicht das Method Acting. Das ist so eine bestimmte Art der Schauspielerei, wo man sich der Rolle sehr intensiv nähert. Also man nimmt zu oder ablegt Muskeln zu und versucht so zu leben wie die Figur, die man dann spielen soll. Und Herr Corvus ist da einen Schritt weiter gegangen, was das Literarische angeht. Der hat das Method Writing erfunden, fürchte ich. Seit wir zusammenarbeiten, wir sind Jahre länger, früher war mal rasiert, kam auch schon mal vor, das ist vorbei, also er wird mehr und mehr zum Torwaler und ich habe die Befürchtung, wenn ich beim 12. Band angekommen bin und wir wieder ein Arbeitstreffen haben, dann wird der Tag kommen, wo ich die Tür bei ihm aufmache und er steht im Kettenhemd mit Axt in der Hand und sagt, Beorn, wir müssen mal reden. Besser keine Alien-Bücher schreiben, wer weiß, wo das dann endet. Du darfst keine Eier in mich legen. Das Mikrofon so weit weg. Nein, wir wissen alle, dass Mikrofone in dem Moment unglaublich gut funktionieren. Ich komme dann jetzt an den wieder auf meinen Versprecher von gerade, weil ich sagte, ich hatte schon die nächste Frage offen, weil jetzt auch der Satz mit dem Mentor nochmal kam, also Mentor für ihn, um es... Doch, das wurde gerade gesagt, das habe ich ganz genau gehört. Ich als, nicht. Als Mentor. Wie gesagt, aber es gab ja auch bei Ihnen einen Mentor. Das ist ja wie gesagt das, wo ich gerade in der Frage verrutscht bin, was mir auch leid tut. Den Herrn Corvus, richtig. Der hat Ihnen eine Menge beigebracht. Nein, aber den Herrn Craven. Craven. Ja, ich habe nämlich tatsächlich gelesen, dass der Herr Holbein tatsächlich auch mal unter dem Namen Robert Craven etwas veröffentlicht hat. Ja, das stimmt. Wobei ja. Ich dann sehr, sehr lachen musste in Bezug auf halt das Pseudonym Robert Corvus, weil es ist ja auch nicht ihr Taufname, um das mal vorsichtig zu formulieren. Habe dann natürlich auch da wieder ein bisschen sofort geforscht, geguckt, so wer hat denn was wie wo geschrieben. Ich bin da halt einfach sofort dieser Spur nachgegangen und habe dann festgestellt, das ist nicht mal das einzige Pseudonym, da gibt es tatsächlich mehrere, unter denen geschrieben wurde. Und habe das dann natürlich auch sofort wieder in die andere Richtung gesucht. Was hat denn der Herr Hennen schon geschrieben? Welche Pseudonyme finde ich denn da? Und habe dann auch wieder festgestellt, nö, finde ich nicht. Gibt es einen Grund dafür, warum, also man auf der einen Seite sagt, nö, Pseudonym, nö, habe ich eigentlich nie gehabt. Wobei es gibt da wohl so ein Sammelpseudonym mit dem Magus Magellan. Genau, ja, gut, aber das ist ja mehr eine Ausnahme Gruppe von genau, Schreibern gewesen. Ja. Und dann quasi auf die, in die andere Richtung die Frage, warum
Pseudonym und dann auch gleich mehrere. Gab es so viel Verschiedenes? Naja, also ich hatte nie einen seriösen Beruf und da, wenn der Ruf erstmal ruiniert ist, lebt sich völlig ungeniert. Bei Herrn Corvus war das anders. Also mein erstes Pseudonym habe ich ja angenommen, als ich 16 war. Und damals war das Allermeiste, was ich gelesen habe in der Fantasy und noch mehr in der Science Fiction, von Autoren aus den USA oder aus England. Also es war einfach so. Das war im Genre, gab es keine deutschen Autoren außer Herrn Holbein. Das war die eine Ausnahme so. Und deswegen dachte ich, da muss ich eben auch ein englisch klingendes Pseudonym haben. Und ich fand damals den Film The Crow super, wollte aber nicht jetzt einfach Crow machen, hat aber Craw gemacht. Bernard Craw. Mit dem großen Nachteil, dass jeder Buchhändler, der dann was bestellen wollte von mir, hat dann eben Crow eingetippt. Und hat gesagt, er hat nichts geschrieben, kann ich ihn nicht bestellen. War schlecht. Also das war dann der Hauptgrund, warum ich dann gewechselt habe, als ich zum Piper Verlag gekommen bin mit Corvus. Und das hat eben dunkle Vokale. Ich wollte Dark Fantasy schreiben, dann hat das gut gepasst. Und außerdem ist das ja das lateinische Wort für Rabe. Dann hatte ich ein Thema für meine Webseite, für meine Visitenkarten, für meine Autogrammkarten, dass man da Rabenmotive als durchgängiges Motiv nehmen konnte, um das alles zu gestalten. Oh, gut. Ich fand den Anfangssatz so, ich habe das immer schon so gemacht, ich hatte nie einen seriösen Beruf, war jetzt nicht die Antwort, mit der ich gerechnet habe. Finde ich aber wirklich durchaus interessant. Auch die Aussage, dass man sich erstmal was Englisches gesucht hat. Der Hennen war mal Weihnachtsmann. Das fände ich sehr seriös. Ja, also das lässt sich leider nicht leugnen. Wenn man tief genug recherchiert, dann kann man darauf stoßen, dass ich diverse Male als Söldner unterwegs war, als Weihnachtsmann zum Mieten, als Sword for Hire auf Mittelaltermärkten, als Schwertkämpfer. Also die Biografie ist sehr bunt gemischt. Als Journalist habe ich auch ein Jahrzehnt fast gearbeitet und da ist eine Menge zusammengekommen, weil die ersten 10 Jahre als Autor war es tatsächlich so, dass ich jeden Nebenjob brauchte, um am Ende des Monats irgendwie über die Runden zu kommen. Das ist die Normalität in einem Autorenleben. Die Ausnahme ist, wenn man mit dem Schreiben irgendwann mal so viel Geld verdient, dass man auch nur Miete in einer mittelgroßen Wohnung und Familie finanzieren kann daraus. Also wer immer daran gedacht haben sollte, Autor zu werden, muss sich dieser Wirklichkeit stellen. Es ist tendenziell eine brotlose Kunst. Lotto spielen, da hat eine größere Chance auf Erfolg, würde ich mal sagen, mindestens mittleren Erfolg. Man kann es aber trotzdem tun. Ja, aber natürlich. Gerade das Wort Leben und Dings. Da gab es mal auf einem Privatsender eine Serie, eine Art Dokumentation über den Bernhard Hennen. Wenn man es so jetzt als Zuschauer sieht, realistisch, man weiß, es ist nicht alles hundertprozentig, man wird vielfältig im Schnittzustand, aber auf einer Skala von 1 bis 10. 1 ist so, trifft 0, also von 0 bis 10, also 0 trifft gar nicht so den Bernhard Hennen in echt und 10 ist, das bin ich wirklich authentisch. Was für eine Zahl würden Sie selber geben, wenn Sie es gesehen haben? Also über mich gibt es ja keine Dokumentation, die gibt es über Herrn Holbein. Ach. Dann ich wollte jetzt nicht eingreifen. Ich lass mich schön. Aber sagen wir mal so, ich kenne den Wolfgang gut und weiß, wie sein wirkliches Leben ist. Und das ist halt eine Fernsehfassung davon. Und allerdings hat meine Frau davon eine Folge gesehen und meinte, egal wie viel Geld sie bieten, egal was für einen Ruhm sie dir versprechen, das wird in unserem Haus niemals geschehen oder ich ziehe aus. Gab es denn jemals eine solche Anfrage in eine der beiden, also eine von Ihnen beiden? Mein Gott. Also für eine Doku-Soap nie, dafür bin ich auch einfach nicht berühmt genug. Also Wolfgang ist da um so viele Meilen voraus, hat so unendlich viel mehr Bücher verkauft, dass es bei ihm nur eine Frage der Zeit war, bis so eine Frage kommt. Und ich bin bisher zum Glück dran vorbeigekommen. Herr Corvus, Interesse dran irgendwann? Ja, bei mir gibt's natürlich häufiger solche Anfragen, aber bislang musste ich immer feststellen, sie waren immer nur an meinem Körper interessiert und deswegen konnte ich das nicht tun. Wir hatten etwas derartiges befürchtet. Es tut mir auch sehr leid. Es ist unglaublich, wie die Gesellschaft mittlerweile... Nee. Wir springen wenig von einem Thema zum nächsten. Ich bin dann immer überlegen, so, ich brauche eine passende Überleitung. Aber bei Big Brother wird er ja sagen. Oh je, okay. Nein, das könnte ich mir überhaupt nicht vorstellen.
Es ist jetzt zumindest aber auch schon ein paar Mal angeklungen, Autor sein ist nicht einfach. Vor allem wirklich einen Bekanntheitsstatus zu erreichen, mit dem man wirklich Geld verdient. Soweit ich das gelesen oder einfach im Überblick habe, sind Sie ja sehr stark im Bereich Fantasy geblieben mit allem, was Sie, also wir reden ja nicht nur von DSA, es gibt ja weit mehr an Romanen oder Geschichten, die Sie geschrieben haben, während es da ja ein bisschen Ausbrüche gibt in andere Welten, in andere Regionen. Nicht nur, dass ich mich glaube daran zu erinnern, dass ja Perry Rhodan als, nennt man das Heftserie? Dann? Heftromanserie. Heftromanserie, okay, tatsächlich. Sondern auch in Richtung, was war es, Battletech? Ja. Ha, doch nochmal irgendwas richtig gemerkt. Mich würde jetzt interessieren, welche von den Welten, die man, also Perry Rhodan und Battletech hat ja zwar vorgeschriebene Welten, aber wenn man jetzt nicht hier leben müsste, auf dieser Welt, dieser Erde, wo würde man gerne, in welcher Welt, die man mal G oder B geschrieben hat, würde man vielleicht gerne mal leben? Also oder von mir ist auch nur Urlaub machen. Zur Ehrenrettung von Herrn Henn, er hat schon historische Romane auch geschrieben und es gibt sogar eine Science-Fiction-Kurzgeschichte in einer Anthologie von ihm. Oder Anthologie ist es nicht, eine Kurzgeschichtensammlung. Wolfs Träume heißt die, ne? Ja. Und da gibt es auch eine Science-Fiction-Kurzgeschichte von Herrn Henn. Aber das ist natürlich nicht, ich bin natürlich Science-Fiction-mäßig, bin ich natürlich voll auf der Höhe. Und ich würde tatsächlich, wenn ich die Wahl hätte, in dem Universum von Perry Rhodan leben wollen, weil es eine sehr positive Zukunftsutopie ist. Also Perry Rhodan ist sehr nett, so im Vergleich zu auch den anderen Welten, in denen ich mich so tummle. Also man hat da wirklich die Vorstellung, dass die Menschheit sich weiterentwickelt und auch natürlich ihre Hindernisse und ihre Schwierigkeiten hat, das ist klar. Aber letztlich, dass sie doch sich positiv und gut entwickelt und das Universum voller Wunder ist und voll vibrierenden Lebens ist und auch voller Abenteuer ist, wenn man das möchte. Also dass man da auch genug interessante Anregung auch bekommt. Aber auch, dass es eben letztlich etwas ist, wo man gut leben kann. Vor allem in der Liga Freier Terraner dann natürlich. Oder Freier Galaktiker, wie es jetzt heißt in der aktuellen Handlung. Da bin ich ehrlich, Perry Rhodan kenne ich gar nicht so wirklich gut, irgendwie dass ich das sagen könnte, ich weiß, wer das ist. Gerade nah am Kern eines implodierenden Kugelraumes in einem friedlichen Universum Perry Rhodan. Ja, es gibt da schon Kriege mit ein paar Milliarden Toten, aber also, das sind dann ja immer nur so ein paar Prozent. Also letztlich im Wesentlichen fährt man da ganz gut. Ich glaube also, der Durchschnittstyp im Periversum, der hat wirklich ein recht gutes Leben. Man hat eine Lebenserwartung von etwa 200 Jahren zum Beispiel. Ne? Also das ist schon. Man könnte also noch viel mehr Geschichten schreiben. Und lesen. Und erleben. Ja. Das war wahrscheinlich einer der wichtigen Punkte. Also es ist auch so, ich habe da eine Ärztin mal beschrieben und wollte die halt positionieren als jemand, der was drauf hat. Das war mein erster Perry Rhodan Heftroman. Und da hatte ich dann geschildert, dass sie dann mal ein Bein ersetzt hat, also nachgezüchtet hat, genetisch nachgezüchtet hat und das dann also entsprechend, der dann wieder zwei Beine hatte und gut zurechtkam. Und das Manuskript habe ich eingeschickt und dann kam dann zurück, ja, aber das macht man im ersten Semester als Praktikum. Ja, also das positioniert keinen fähigen Arzt bei Perry Rhodan. Die muss dann schon also die Wirbelsäule nachzüchten. Na, hast du schon. Also vor Diplom, ja, muss man schon mal machen. Hast du schon mal Zähne, Zahnfleisch, Ähnliches nachgezüchtet? Du, ich glaube, das Banner fällt gerade runter. Das Banner hat uns gerade auch schon mehrfach darauf hingewiesen, es ist echt spät. Aber ich habe zumindest so zwei, drei, ich möchte die Fragen gerne noch stellen, weil sie mich nämlich persönlich interessieren. Und zwar, wir hatten das Thema jetzt, wie gesagt, in der deutschen Fantastik, gehört ihr einfach ganz fest dazu. Da gibt es doch, glaube ich, niemanden, der sich da jetzt hinstellen soll, denn den haben wir nicht. Ich habe etwas gefunden, das nennt sich PAN, das Fantastik-Autoren-Netzwerk. Was hat es damit auf sich? Unter Fantastik-Autoren gibt es so einen alten Groll, dass wir in bestimmten Medien einfach nicht stattfinden. Also wenn Sie im Feuilleton recherchieren, dann werden Sie bei den großen Zeitungen der FAZ, der Zeit, des Süddeutschen und so etliche Berichte über George Martin finden. Wenn Sie da Artikel über prominente deutsche Autoren suchen, sind die deutlich dünner gesät. Und es liegt in den Augen vieler deutscher Autoren nicht daran, dass wir so unendlich viel schlechter schreiben. Wir wundern uns auch darüber, dass man sich so endlos im deutschen Feuilleton über Shakespeare-Zitate angloamerikanischer Autoren auslässt und das begeistert feiert.
und überhaupt nicht mitbekommen, wenn es deutsche Autoren gibt, die Büchner zitieren oder Böll oder Brecht. Und wir wollten dann eine Vereinigung schaffen, die dem Feuilleton eine Chance gibt, auf diese Spur zu kommen. Das tut man besser zu vielen, das tut man besser, wenn man halt eine Autorenvereinigung gründet, weil das ist eine lange Arbeit, das kann einer gar nicht selbst bewältigen. Und die Vorsitzende Diana Menschik hat da jetzt viele Jahre sehr, sehr großartige Arbeit mit ihrem Team geleistet. Zu viele, um sie jetzt alle aufzuzählen, sie ist stellvertretend für die anderen genannt. Und weil das etwas ist, was mich viele Jahre auch schon umtreibt, bin ich Gründungsmitglied bei PAN. Glaube ich. Also nur damit niemand meint, ich würde mir hier jetzt diesen Ruhm anmaßen, an diesen Tätigkeiten teilzuhaben. Ich bin nicht bei PAN. Also nicht, dass man jetzt mir das zuschreibt, das ist nicht mein Verdienst, was der Bernhard jetzt gerade erzählt hat. Das machen andere Leute. Entschuldigung, ich musste jetzt gerade lachen. Ich meine, ihr werdet es ja gesehen haben, seit geraumer Zeit fällt immer die eine Seite unseres Banners runter. Aber immer abwechselnd jetzt. Ne? Und jetzt beschließt es das Ganze abwechselnd. Das sind auch drei lange Tage gewesen, auch für die Familie. Dann ist das ja jetzt zumindest klargestellt, wobei es mir tatsächlich einfach darum ging, welches Projekt sich überhaupt dahinter versteckt. Es gibt da noch ein anderes Projekt, das ich gefunden habe, das ist eine Videoserie namens Startseite. Das fand ich... Ja, wir lassen es jetzt einfach. Gleich liegt sie ganz unten und es ist Ruhe. Wir lassen es jetzt einfach. Der Chef muss jetzt damit leben, dass die Niederrhein-Con quasi offiziell durchs Banner beendet wurde. Und ich möchte aber natürlich trotzdem gerne noch eine Antwort auf die Frage, was es denn mit Startseite auf sich hat. Ja, das war unsere Idee, als die Corona-Krise angefangen hat und als wir halt nichts mehr, als alles abgesagt wurde an Conventions und Lesungen auch und diesen ganzen Sachen. Und da haben wir halt überlegt, wie können wir trotzdem noch so ein bisschen Verbindung halten in der Fantastik-Szene und auch zu unseren Fans. Und haben dann gesagt, wir können doch, also es gab schon viele Leute, die grundsätzlich mal Lesungen gemacht haben, aber wir wollten mal was anderes ausprobieren und haben dann gesagt, wir hatten doch schon mal vor einiger Zeit die Idee, Kurzvideoformat, so Sachen, die man mal in der Pause auch mal gucken kann, wenn man einfach mal 10 Minuten Zeit hat. Und haben das dann erstmal selbst ausprobiert, ob das klappt. Startseite heißt das, weil wir ganz stumpf einfach die erste Seite aus einem Roman mal vorlesen oder die erste Seite einer Kurzgeschichte geht auch. Der andere stellt dann eine Frage dazu und derjenige, der gelesen hat, beantwortet diese Frage und dann ist das Video rum. Dass man mal so einfach ein Schlaglicht auf so ein Buch mal hat. Und das haben wir erstmal ausprobiert, ob das so funktioniert. Als das dann ging, haben wir dann Kolleginnen und Kollegen eingeladen, das auch zu tun. So dass es also eine ganz bunte Kollektion gibt, sind eben im Schwerpunkt Leute, die fantastische Literatur schreiben. Aber wenn wir jetzt auch Thriller-Autoren gekannt haben, haben wir die auch gefragt und da sind jetzt auch einige mit dabei. Also es ist auch über diese Grenze dann hinaus. Auch jemand, der die 3 Fragezeichen schreibt zum Beispiel, ist mit dabei. Und das sind dann nachher, ich glaube, 82 geworden, ne? 82 Folgen. Kann auch sein. Also so in der Kante. Etwas über 80 auf jeden Fall sind es geworden, wo man also einen ganz bunten Strauß an verschiedenen Geschichten, Kolleginnen und Kollegen dann mal sieht, dass die das auch ganz anders mit Leben gefüllt haben, dieses Format sehr unterschiedlich mit Leben gefüllt haben, wo wir mal allgemeine Fragen zur Fantastik gestellt haben, mal sehr speziell zur vorgetragenen ersten Seite, die da dann gewesen ist. Und ich glaube, das vermissen auch einige Leute, die dann, das ging immer morgens online, die dann eben gesagt haben, was mache ich jetzt beim Frühstück? Ich bin ja jetzt gar nicht mehr fähig zur Nahrungsaufnahme morgens, weil mir jetzt hier die Berieselung fehlt. Ja. Kann man das jetzt noch irgendwo sehen? Ja, man kann die alle bei YouTube finden und also reinschauen lohnt sich, weil einige haben da schon wirklich originell ihre Antworten abgedreht. Also Rebecca auf dem Pferderücken, ne? Oder das reingeschnittene Video mit der Schwerelosigkeit während eines Parabelflugs, was ein Autor selbst ausprobiert hat und den sieht man dann schweben. Das ist schon cool. Also okay, das überzeugt mich gerade. Da kamen tollere Sachen bei rum, als wir je erwartet hätten. Für diejenigen, die sich jetzt gerade fragen, warum wir es jetzt zum 14. Mal aufhängen, der Chef hätte das gerne hängen. Jetzt machen wir es mit Gewalt. Ja, natürlich. Frechheit, mach doch sowas nicht. Ich würde gerne noch 2 ja, doch eher persönlichere Fragen stellen, also unabhängig vom Autoren sein.
hat man natürlich manchmal vielleicht dann doch noch irgendwo eine andere Form von Privatleben und Hobbys, Freizeitaktivitäten. Ich habe da gefunden, ich lese es jetzt mal genauso vor. Während meiner aktiven Schwertkämpferzeit habe ich mehrfach in einem Schildwall gestanden. Ich habe diese Zeit geliebt, den Klang von Klingen, freundschaftliche Duelle, den Nervenkitzel, wenn Stahl auf Stahl schlägt. Nein, das ist nicht von Herrn Corvus. Ja, stimmt. Also, wann hatten Sie das letzte Mal ein Schwert in der Hand? Da es mehrere zu Hause gibt, so 2-3 Tage her. Okay, dann die Frage also anders formuliert. Aktiver Schwertkämpfer genau. Bin ich aber nicht mehr. Ab und zu dann mit Übungsschwertern mit meiner Tochter, die das gerade cool findet. Aber das auch nur in weiteren Abständen. Weil meiner Frau erklären, dass ich meiner Tochter die Hand eingeschlagen habe, die Chirurgin werden möchte, könnte komplexer werden. Nur so zum Spaß meiner Wochenend-Gaudi. Aber die stellt sich geschickt an und ich habe es geliebt. Angefangen hat es damit, dass ich von Uli Kiesow, dem DSA-Erfinder, eine sehr böse Kritik zu meinen Schwertkampfszenen bekommen habe. Die allerdings leider sehr treffend war. Er meinte so, was sind dein Referenzmaterial? Hollywood-Filme der 50er Jahre? Und so ganz weit weg von der Wirklichkeit war das nicht. Und danach habe ich dann Schwertkämpfen gelernt, bin aufgetreten und hatte wirklich Spaß. Und man schreibt ganz anders darüber. Und die Kritik, dass ich meine Schwertkampfszenen unrealistisch anhören, kam auch nie wieder. Das ist doch schon mal schön. Hab mich natürlich da direkt auch bei Herrn Corvus recherchiert. Was finden wir denn da? Welche Hobbys hat er? Hab da sogar eine ganze Menge zugefunden. Metalhead, Kinofan, Tänzer. Ich meine, das war uns... Schwertanz? Nein, das lassen wir jetzt stehen. Was mich jetzt ein bisschen in den Zusammenhang gewundert hat. Ich habe nirgendwo gefunden, dass die Torwaldsche Nachtigall auch ein begeisterter Sänger ist. Naja, also das hängt so ein bisschen mit dieser Metalhead-Geschichte zusammen. Ich habe in einem Studentenwohnheim gewohnt und hatte da dann mir überlegt, aus Rücksicht auf meine Nachbarn, weil man da ja recht eng zusammen wohnt, kaufe ich mir einen Kopfhörer. Aber wenn ich mit Kopfhörer Metal höre, dann singe ich mit. Und dann war da diese Delegation meiner Nachbarn auf dem Flur, die meinte, der Kopfhörer kommt weg. Wir können über vieles reden, der Kopfhörer kommt weg. Wir hören, wenn, dann das Original, aber nicht... Wie du, Gravedigger, mitsingst und wir hören noch nicht mal, wie das Lied da mitwummert. Das kommt nicht in die Tüte. Ja? Also, aber ich habe mich ja sehr gesteigert, wie man jetzt auf unseren gemeinsamen Lesungen immer also mithören kann. Und auch, dass meine Mutter damals gesagt hatte, wenn du nochmal so laut und so falsch singst, setze ich mich in der Kirche in eine andere Reihe, damit ich mit dir nicht in Verbindung gebracht werde. Ist zwar richtig, streite ich aber ab. Ich kann's nicht, kann ich mir gar nicht vorstellen, weil ich muss gestehen, ich fand es jetzt weder problematisch noch so schräg, als wir zusammen draußen gesungen haben, aber vielleicht lag es ja auch daran, nicht dass so schräg, ne? Vielleicht so lag es auch daran, dass wir einfach in einer Gruppe gesungen haben, dann ist es ja meistens auch, dass man sich ja dann irgendwo... Das Publikum hat ihn übertönt gestern, er hatte kein Mikro. Aber wenn man ehrlich ist, der hat es auch nicht wirklich gebraucht. Also man hat ihn ja schön weit gehört. Schauen Sie mal in das Video, ne? Der klettert dann auch auf den Stuhl, weil ich war dabei, er ist ich da habe da klein, gelesen, ne? Ja, und ich habe die ganze Zeit hinten gestanden, dachte, ja, geh mal so aus dir raus, fall runter vom Stuhl, das brauchen wir jetzt noch ein Action-Video. Aber nee, da stand er dann stocksteif auf dem Stuhl. Ne? Ja, ein Standbild natürlich. Nee, wie so ein verknöcherter Dirigent Ende 80. Es gibt also tatsächlich kein einziges dieser Videos, in dem sie irgendwo im Hintergrund zu sehen sind. Grundsätzlich verschwinden raus. Ich singe auch definitiv nicht mit. Ich singe nicht. Ich habe eine schreckliche Biografie, was das angeht und den Schulchor meines Gymnasiums. Ich singe nicht, bin da durch. Den großen Fehler gemacht. In der Abiturzeit hieß es, du musst in den Chor gehen. Da gibt es die Punkte geschenkt. Ist völlig unmöglich. Egal, was du tust, schlechter als eine 1- geht gar nicht da. Ne? Und dachte ich mir, okay, das nehme ich mit. Ich war vorher nie singen, ich wusste auch nicht, was alt ist, als er mich darauf angesprochen hat. Hab ich nur komisch. Habe ich den nur groß angeguckt und der hat mich dann in die hintere Reihe des Chors gestellt und meinte, nur Lippen bewegen wäre auch okay. Und nach einem halben Jahr kam er dann an. Also, du kannst jetzt den Chor verlassen und bekommst für das eine Halbjahr eine echt sehr gute Note.
oder du bleibst und du bekommst die Note, die du verdient hast. Ich habe da nicht lange überlegt, habe die Punkte mitgenommen und war aber tief in meinem Herzen dann schon, das war frustrierend. Das ist eine sehr, sehr harte Ansage, muss ich gestehen. Also die ist schon sehr deutlich, ja. Ursprünglich hatte ich ja gedacht, wir führen das Interview irgendwann im Laufe des Samstags, hatte mir natürlich deswegen auch noch rausgesucht, welche Lesungen werden wir denn noch haben. Hatten wir auch schon darüber gesprochen. Es gibt natürlich noch ein bisschen mehr von Ihnen beiden zu lesen. Im Moment, glaube ich, ist tatsächlich das Aktuellste wirklich die Chroniken von Asur, wo es nachdem man ja wahnsinnig viel von den Elfenromanen vorgesehen hat. Vielleicht noch so ein kurzer Satz dazu, was diejenigen, die sich das dann jetzt noch angucken müssen, falls sie es noch nicht getan haben, verpassen könnten? Ja, genau. Also, wenn Sie glauben sollten, dass Fantasy nichts mit dem wirklichen Leben zu tun hat, nein, die Grundidee bei Asur war, ich schreibe mal eine Reihe Romane über Fake News und wie sie die Welt verändern. Und das ist das große Thema von Asur, auch wenn es da mit Märchen und so ganz harmlos anfängt. Es geht darum, wie das Verkünden falscher Wahrheiten die Welt verändert. Ja, auch ein Thema, das wir im Moment ja gerade immer mal wieder als Problem sehen. Wie ich gerade schon gesagt habe, die Elfenromane bei Ihnen sind sehr bekannt. Als ich den Einstieg in Macht und Magie gelesen habe, hatte ich sofort so dieses, ach gut, der Herr Hennen schreibt über Elfen und der Herr Korvus schreibt offensichtlich was über Zwerge. Denn da stand, Moment, ich erkläre es sofort, da stand, Magie, die aus dem Stein geschlagen wird, je härter der Fels, in den das Abbild geschlagen wird, desto fester der Zauber, der später davon ausgeht. War mein Gedanke sofort, irgendetwas, das aus Stein, aus Felsen geboren wird. Da haben wir was schrecklich schiefgelaufen, Kollege. Und ich muss dann halt gestehen, da bin ich ja dann offensichtlich doch sehr in der Fantasy verwurzelt, dass ich dann sofort beim Gedanken bin, ha, wir reden von Zwergen, wir reden von irgendjemand, der halt im Fels unter der Erde lebt. Gar nicht. Nee. Also Gezeiten der Macht ist zwergenfreie Zone, aber ich kann das mal in einem Satz zusammenfassen für das Publikum, so wie es jeder versteht. Diese Reihe ist sehr, sehr gut. Schön, das lasse ich dann auch eigentlich gerne so stehen, denn offiziell sind wir seit knapp einer halben Stunde durch mit der ganzen Convention. Ich finde es natürlich trotzdem unglaublich toll, dass, als ich auf Sie zugekommen bin, sagte, können wir das Interview später dann irgendwie nochmal machen, vielleicht, dass ich es zuschicke per E-Mail, sonst wie, beide sofort sagten, nein, wir sind noch hier, warum sollen wir das irgendwann später nochmal mit Arbeit verbinden? Wir können uns jetzt einfach nochmal hinsetzen und die Leute unterhalten. Dementsprechend, ich frage nochmal einmal ganz kurz in die Richtung, ist irgendwas in deinem Köpfchen noch passiert? Hast du noch eine Frage, die unbedingt weg muss? Okay, die Frage, wie lange die Fahne noch hält, werden wir eventuell später noch klären können. Aber unabhängig von der Fahne. Nein, nein, ich hatte ja das Vergnügen, beide zu hören. Also alle drei. Ja, genau. Da muss ich zugeben, da ich ja auch nicht alleine war. Ich spreche jetzt für zwei Leute. Definitiv die. Das ist wie eigentlich so eine Art Show. Ihr habt ja alle das Video gesehen, das ist wirklich, wo sie dann zu zweit auftreten. Wiederum, wenn man den Autor persönlich, also nur seine Produkte, sind natürlich ganz anders. Also es kommt komplett anders rüber. Also man, ja, fast wie Tag und Nacht, man hat da dieses Entertainment. Man hat plötzlich den Eindruck, der ist seriös, ne? Wenn der für sich alleine liest. Ich dachte, der wäre noch nicht ausgenüchtert heute Morgen. Das war alles. Nein, er war wirklich seriös, aber. Verdammt, die Lesung hätte ich mir ja gerne angeschaut. Nein. Können Sie ja noch. Stimmt. Ja. Nein, es war. Komplett anders. Also die Lehrsaison ist so wirklich so, ja, der Entertainer, wenn ich mal so sagen darf. Und da ist es halt der Autor, der halt auch so mit Leidenschaft das vorträgt, was er schreibt. Und wirkt so wie gerade ausgenüchtert. Was werde ich mir anschauen? Ja, es ist immer unglaublich schön zu sehen, dass manche Leute einfach sehr direkt sind und einfach raushauen, was sie denken. Deswegen mag ich dich auch sehr. Kommen wir aber an den Punkt zurück, dass ich jetzt an der Stelle wirklich einfach sagen würde, danke. Danke, dass ihr hier wart. Danke für die Premierenlesung. Es war natürlich für uns oder für die Convention, gerade auch für den Markus, natürlich was unglaublich Tolles, das so ankündigen zu können, dass er jetzt vor kurzem, der Roman ist ja erst, ich glaube, zwei Wochen vorher überhaupt erst auf den Markt gekommen. Ich weiß, dass es viele genutzt haben, dass sie gleich mit den gesamten neuen Werken hier aufgelaufen sind. Ich meine, wir reden ja immerhin schon von ein paar Kilo Papier. Ich meine, jedes Buch hat ja ungefähr so diese Höhe, um sie sich signieren zu lassen. Ich weiß nicht,
wie viele Autogramme jetzt tatsächlich im Laufe des Wochenendes rausgegangen sind. Also werden wohl einige gewesen sein. Zwei, drei sind tatsächlich mit dem Trolley voller Bücher gekommen und haben die durchsignieren lassen. Aber oh ja, also es freut einen auch als Autor, wenn man sieht, man hat so begeisterte Leser und die bringen hier eine Gesamtausgabe Hennen und Corvus an und hätten die gerne signiert. Also ein schöneres Kompliment kann man als Autor eigentlich nicht bekommen. Dementsprechend, wie gesagt, ist schön, dass ihr die ganze Woche da wart für uns, für aber auch wirklich jeden, der hier vorbeigekommen ist. Man muss ganz ehrlich sagen, es gab immer mal wieder Situationen, da hat man lautes Gelächter durch die ganze Halle schallen hören. Man wusste dann auch sofort, wer sich wo an welchem Stand befindet. Und vielleicht ergibt sich mit einem neuen Band oder vielleicht auch einfach mit weiteren Geschichten aus den eigenen Bänden, aus den seriösen, nochmal die Möglichkeit, sich weiterhin auf Convention zu treffen. Ich würde mich natürlich wahnsinnig darüber freuen. Und sobald wir wissen, wie es weitergeht mit, wie ja gerade schon gesagt worden, mit der Situation, mit der Pandemiesituation, die wir gerade haben und die Convention, die ja jetzt sich ein großes Beispiel daran nehmen können, was wir hier gemacht haben, sieht man sich bestimmt oder hoffentlich mal irgendwann wieder. Und ich würde mich zumindest sehr darüber freuen. Ich wollte auch nochmal Danke sagen, besonders weil du vorhin erwähnt hast, gerade mit dieser Corona-Zeit, es ist ja auch ein Risiko für euch gewesen, weil zu sagen, man trifft Leute und so weiter und nein, ihr habt gesagt, das Konzept ist super, das hat euch gepasst. Ich denke mal, live hat es euch dann auch noch überzeugt, weil ihr nicht weggerannt seid. Und, aber trotzdem, im Vorfeld weiß man das nie hundertprozentig. Und dann auch danke, dass ihr dann für uns und dann für die Gäste da wart und die Mühe auf euch genommen habt. Also ich bin mir auch ziemlich sicher, dass wir uns wieder über den Weg laufen werden, weil ich weiß ja, ihr wollt weitermachen, an einem anderen Ort das nächste Mal. Wir werden weiter Bücher schreiben, also von daher ist es naheliegend, dass wir wieder zueinander finden. Das klingt ja wie eine kleine Zusage. Wir hatten Spaß. Ne? Ja, wir sind gerne gekommen, wir waren gerne hier und wir kommen auch gerne wieder. Danke. Super, danke. Genau das war das, was ich jetzt erhofft hatte zu hören. Und damit versuche ich dann jetzt tatsächlich zum zweiten Mal an diesem Wochenende mich zu verabschieden. Und kriegen wir noch ein Schlusswort von der Nachtigall? Boah, nee, ich habe einen Hörsturz, wenn der hier jetzt losträllert. Hätte ja sein können. Ich habe jetzt gedacht, so diesen Namen. Okay, dann vielen Dank an Herrn Henn, vielen Dank an Herrn Corvus. Danke, dass du an meiner Seite warst, dass du meine Fragen gestellt hast. Nein. Und wie gesagt, irgendwie auf der nächsten Con. Bis dann.